Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth mit mir, der Wigmann. Ich habe echt gesagt, keine Ahnung, was letztes Mal passiert ist, weil die letzte Aufnahme schon wieder eine geraume Zeit zurückliegt. Aber ich habe das Verlangen, heute mal das Blue Baby auszupacken und zu schauen, was mit dem so möglich ist. Zum einen können wir auf den Boden kacken. Das ist ein Feature, das in das Spiel eingebaut wurde, was einfach ein Muss ist, ja. Wenn wir in den... Ups. Ups, das war scheiße. Kapiert, scheiße? Ach, ist okay. Wenn wir in den Treasure Room kommen und sehen da The Poop, der muss aufgehoben werden. Das ist ein Must-Have für jeden Run. Wow. Das ist... wow, habe ich schon gesagt, wow. Ja, und wir wollen natürlich so schnell wie möglich den Poop loswerden. Das ist, denke ich, euch allen klar. Niemand will den Poop. Golden Options, ich möchte Golden Options. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Na, na, na. Zum anderen hätte ich gerne 4 Münzen. Ich hatte nämlich zum einen, ich habe keine Ahnung, was diese Golden Options überhaupt sind. Zum anderen, wie gesagt, Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Freunde. Und ja, also heben wir einfach gleich mal die Golden Options auf. Wir haben eine Bombe, das bedeutet, wir können rein theoretisch die Donation Box bomben. Oh, da ist ein ganz kleiner. Oh, du bist aber klein. Du bist aber ein kleiner. Und du bist tot. Naja. Gut, ein weiterer Schalüssel. Ich mache hier mal alles put. Was so geht, geht. Er könnte ja überall, könnte ja, denke ich, eine Münze drin sein. Wenn ich nicht falsch liege. Was haben wir denn hier? Oh, zwei von den Ätzenden. Wow. Was macht, habt ihr denn für ein Pattern, bitte? Noch ein Schlüssel und... Ahaha, Geld, Geld, Geld. So. Zwei Bomben werden mir natürlich lieber. Aber ich sag's mal so. Ach, fucking Bullshit. Was spiele ich denn noch für einen Ranz hier? Na, das hat mir natürlich nichts gebracht. Boah, es war schäbig. Das war so schäbig. Aber naja. Das wollte ich natürlich jetzt nicht machen. Das hier spiegelt eher wieder, was ich machen wollte. More options. There are even more options. Das ist wahrscheinlich auf den Treasure Room bezogen. Nehme ich an. Wow, okay. Burning Basement, das ist voll unnötig. Auf jeden Fall, more options sind immer cool. Meine Meinung. Hallo, Freunde. Wie geht es dir heute? Oh ja. So. Und komm schon. Yes. Okay. Wir bekommen ein Health Up. Das ist auch in Ordnung, sage ich mal. Und eine Münze. Okay. Weiter geht's mit uns. Wir schauen mal. Burning Basement 2. Nicht verhaspeln, Freund. Nicht verhaspeln. Ah! Nicht verhaspeln. Ich habe mich verhaspelt. Blöde Feuer.
Okay. Da komm. Alles klar. Wir haben. Wir haben keine Bombe. Ein. Ah, oh, willst du mich. Ja, was soll ich denn da bitte machen? So Räume hasse ich, die dich ins kalte Wasser schmeißen, ohne dass du eine Chance auf warmes Wasser hast. Ein Item, welches ich haben möchte, wäre wohl der Bumfriend. Da wir jetzt automatisch sehen. Huch, komm schon. Da ist eine Bombe. Das ist gut. Da wir jetzt automatisch immer sehen, wo der Secret Room ist, wäre der Bumfriend dementsprechend gut, weil im Secret Room ja teilweise diese. Oh, hier, nimm 5 rote Herzen, was halt für Blue Baby nichts bringt im Prinzip. Sprich, das wäre geil. Das wäre geil. Schön, schön, schön. Ich hätte auch so nicht das Anarchistic Kochbuch geholt. Undefined. Also ich weiß nicht genau. Schick dich Undefined jetzt dauernd in ein Error Room? Wenn ja, dann muss ich da auf jeden Fall noch was überdenken. Zum Beispiel, dass ich zuerst den Bossraum mache, bevor ich Undefined benutze. An sich ist Undefined aber ganz witzig. Au, Pisser. Ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich habe keine Ahnung. Ah, Mann. Es geht los. Das ist doch. Cool ist anders. Cool ist anders. The Stars, bitte. Ich hole mir den Ankh. Boah, das Layout regt mich gerade auf. Das regt mich eigentlich nicht auf. Die Gegner regen mich auf, das Layout regt mich auf. Das sind nämlich keine guten Gegner, das sind die. Ah, das sind die bösen Brüder von den Bombenfliegen. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir alle mögen Bomben fliegen. Die sind irgendwie cool. Klar, die können auch richtig, richtig nervig sein, aber meistens sind es nette Kerle, die einfach ein bisschen Spaß wollen. Und die wollen deinen Arsch. Ja, auf einem Silbertablett serviert. Ich habe keine Bombe, das heißt, es macht keinen Sinn, den Shop aufzumachen. Der Shiny Rock. Huch. Okay, dann gehen wir Polycephalus. Okay, das lief relativ einfach. Und das, meine lieben Freunde, gefällt mir gar nicht. Ich hätte gerne The Mark. Okay. Yo. Scheißraum. Münze. Ich suche erst nach dem Secret Room.
Ist das vielleicht doch kein Shop? Ach ne, Quatsch, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ich habe aber immer noch keine... Fucking Bullshit. Ach. Das sind Scheißgegner, Mann. Da sind zwei Bomben. Okay. Wir haben noch mal eine Chance. Da wir schlafen gehen können. Es gibt uns zumindest ein paar Soul Hearts. Das ist aber auch schon ein guter Anfang, weil so viele hatten wir bis jetzt noch nicht. Der Ankh ist im Prinzip schon wieder weg. Okay. Der Magnet gefällt mir. Magneto. Dann. Da war ein Raum mit einer Bombe, ne? Und dann gab es hier noch relativ viel Geld. Das heißt, plötzlich ist der Shop auf jeden Fall lohnenswert. Zum einen, weil wir dort eine Bombe kaufen können. Pillen finde ich nicht so toll. Das heißt, ich spende das, was ich vorhin mal rausgenommen habe aus der Kasse, spende ich wieder rein. Hier kann ich dann den bringen und abhauen. Der Dunset ist nicht so cool, aber ich werde hier jetzt hier Runde 2, um mal zu gucken, vielleicht kommt ja auch was. Ah, fuck off, mate. Vielleicht kommt ja auch was, wenn wir die besiegen, ne? So von wegen, ach, da kommt ein Item, weil es ist ja irgendwo im Bosskampf, irgendwo. Aber wie gesagt, der Dunset, darauf pfeife ich, auf den Dunset. Der ist sowas von gar nichts. Okay, wir bekommen zumindest den Schlüssel und gehen weiter. Das ist ein Anfang, sage ich mal. Oh, was haben wir denn hier? Da könnte ich gleich nochmal reingehen. Oh. Ach, fuck off, mate. Ernsthaft. Super Bright. Ich sag's mal so, es könnte schlimmer sein. Abundance. Schawuppdiwupp. Das schreckt mich nicht so. Das schreckt mich nie wieder so. Wow. Ich bin hängen geblieben. Also das auch, aber ich bin fast hängen geblieben. Ach, das reicht mir. Ich heb mir Abundance noch ein bisschen auf. Okay. Wunderbärchen. Oh, fuck me. Gehen wir mal rein. Gucken uns das Ganze an. Sehen. Kiste Nummer 1 ist scheiße. Kiste Nummer 2 ist scheiße. Kiste Nummer 3 hat eine Pille. Range down. Kiste Nummer 4 gibt uns wenigstens einen Schlüssel zurück. Das war eine ganz schöne Flaute. Okay. Oh. Bah. Borkai. Der Spelunker-Head macht keinen Sinn, weil wir die Brille haben. Deswegen hole ich mir das Health ab. Ob es jetzt unbedingt gut ist, ist eine andere Geschichte. Aber naja. Also da riecht nach Bücherei, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder waren wir hier... Ah ne, hier waren wir noch nicht im Shop. Gut, dann könnte es der Shop sein, denke ich.
Jupp. Die Blank Card ist jetzt auch eher weniger meins. Ich mache eher ein Restocking of all goods. Thank you. Kein guter Raum. Lasst mich mal schauen. Wir wollen da hoch. Ich gehe zuerst hier runter. Ja, das hier habe ich mir nämlich gedacht. Ich will unbedingt den Dumpfriend. Alles klar. Okay, das ist ein Anfang. Wunderbar, es läuft. Wir sind relativ stark. Haben relativ viel Geld. Ja, komm. Bisschen zu spät, aber was soll's. Haben den Quadshot Boards of Steel gerade bekommen. Chad. Ja, Chad ist jetzt eher so. Ne? Muss nicht sein, der Chad, ne? Ist aber schnell besiegt. Also. Das war sogar noch relativ knapp. Der hat mir fast Schaden gefressen. Little Chad has appeared in the Bachman. Hatten wir anscheinend auch noch nicht, Little Chad. Dann benutzen wir. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, Daddy geht Richtung Shop, weil da war, glaube ich, eine Batterie. Dann benutzen wir die wieder und sehen, ja, das hat uns ja wieder nichts gebracht. Okay. Okay. Plan C. Ja, es gibt einen Plan C. Der sieht wie folgt aus. Wir gehen hier rein. Schauen uns das hier an. Und machen hier noch den Spaß mit. Ich habe auch eher gehofft, dass hier vielleicht eine Batterie ist. Aber das ist hier keine von. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, sag ich mal. Also wird man mit dem Undefined einfach in irgendeinen Raum mit Wert teleportiert. So habe ich das jetzt gesehen. Das kann also der Arrow Room sein. Es ist wohl Zufall, dass wir jetzt den zweimal erwischt haben. Secret Room, Shop, Treasure Room, Secret Room. Ich denke, dass wir da einfach immer rein teleportiert werden. Egal was eben kommt. Oh fuck me. Das ist so meine Vermutung. Mal hoffen, dass es auch so richtig ist. Wir bekommen eine Bombe. Das ist okay. Das ist wortwörtlich Bombe. Der Shiny Rock hat noch nicht sein Soll getan, weil einfach noch kein Tinted Rock hier zu sehen gab, glaube ich. Oder ich habe es einfach saukrass übersehen. Und wir sind hier raus, Bitch. Und gehen weiter, denke ich. Weil wir haben jetzt 47 Münzen. Das ist eigentlich in Ordnung. Money equals power wäre ganz nett. Die Dank Debt ist sich aufgehoben. Oh, ew. Ekelhaft. Ekelhaft. Eine Munze. Ein paar Munzen. Ja, der Shop steht uns wohl wieder offen. Algates Resistance. Ich habe nur gerade geguckt, ich habe gedacht, das wäre der. Ich war etwas verwirrt. Ich dachte kurz, das ist der vielleicht. Ah, shit! Dickbag! Das ist vielleicht der. Wie heißt es? Der Challenge Room ist. War es ja aber gar nicht. Das heißt, ich habe mich vertan, was das angeht. Geh! Bitte! Weg. Danke. Ekelhaft. Ekelhaft. So, weg und weg und weg.
Gut, guti. Die wird aber auch an einen Ort gebracht, der nicht freundlich ist. Das ist doch Bullshit, das Tier. Das ist doch so ein Bullshit. Oh Mann. Nope, 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 nope. Bin ich echt schon wieder hängen geblieben? Was ist denn los, bitte? Was ist denn hier bitte los? Wow, wow, wee, wow. Der Lucky Toe. Nein, danke. Ach, fucking Bullshit. Interessant, okay. Wir waren noch in keinerlei Räume. Ich heb mir den Undefined wieder auf. Hauptsächlich aus dem Grund, weil halt jetzt noch kommen kann, was eben geht. Und wenn wir in den Arrow Room kommen, dann haben wir einfach ein paar Räume nicht besucht. Und das wäre nicht so cool. Die Glass Can ist mir sowas von schnuppig. Ich heb die Doctor's Remote auf und leg sie wieder weg. Weil auch mit einer Doctor's Remote kann man Spaß haben. Okay. Alles klar. So, was haben wir hier? Den Sharp Plug. Dann hole ich mit die Leiter. Dann hole ich mit ein Bömpchen. Und Spende. Was das Zeug hält. Schön. Als ne Hextes. Geh ich hoch. Oh, Blastozyst. Spiel, Spaß und Freude. Dann haben wir hier die Empress. Ich hol Algitz nochmal mit. The Devil. Ich hol Algitz nochmal mit. 4. Reroll, glaube ich, kleine Items. Ah, weißt du was? Wir machen es. Ich behalte Algitz. Oder? Ach, oder muss das im Raum sein? Ja, sieht so aus. Gut, dann hat uns das eben nichts gebracht. Wir machen gerade den Boss. Und dann, was war hier oben nochmal? Ach so, ja. Wir machen den Boss War. Fuck off, mate. Das ist doch nicht dein Ernst. Er trifft mich mit beiden Malen. Ach, ist das schäbig. Ist das schäbig. Okay. Wir bekommen Cube of Meat benutzen. Das sehen, dass es nicht gut war. Und gehen wieder. Im Shop war nichts mehr, ne? Glaube ich zumindest. Ich gehe kurz in den Shop gucken. Nope, 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 nope. Okay, dann. Ach, ich habe ja jetzt die Leiter. Stimmt, ja. Dann gehen wir hier rein. Schauen uns das an. Okay. Die sind halt relativ stark auch. Mit dem, was wir haben. Quadshot und ja, unseren Damage allgemein ist echt nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. Das einzige Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass wir im Treasure Room bis jetzt noch nichts wirklich richtig Gutes bekommen haben.
Das blieb nämlich bis jetzt aus. Und ja, dass unser momentanes Space-Item auch nicht so die Arbeit reinsteckt, die sie reinstecken könnte. So, das da sieht doch auch schon mal vielversprechend aus. Da ist ein Shiny Rock. Oh. Ich habe jetzt erst realisiert, was das für Gegner sind. Das ist gar nicht mal gut. Ach, fuck off, mate. Fuck off. Mensch. Ich komme da nicht hin. Beim besten Willen. Ärgerlichst, ärgerlichst. Okay. Oops. I gotcha, bitch. I gotcha. Envy. Okay. Dann soll es wohl so sein. Ja, Envy ist halt immer eher versuchen, immer die Kleinen auszumerzen, bevor es zu voll wird. Und dann ist auch alles normalerweise gut. Envy ist, wenn man die Geduld hat, ohne Schaden zu nehmen. Wirklich. Ihr könnt mich beim Wort nehmen. Ich war nur gerade die Situation am Checken. Gut, dann setze ich hier eine Bombe hin, schieß sie rein in den Spaß und hole mir meine Belohnung. Nummer 1. Did it. I did it. Mehr Geld. Okay. I found pills. Power Pill, I found Pills. Algis wird wieder mitgenommen. Lil Chub klingt nach Spaß, aber das Item ist mir ganz neu. Ah nein, Lil Loki hatten wir schon mal. Lil Loki ist sogar ganz nett. Klar, Lil Chub wäre, glaube ich, jetzt in dem Fall sogar besser gewesen. Also stärker zumindest. Aber. Puh. Ich will mich mal nicht beschweren, ne? Im Endeffekt ist beides nicht schlecht. Lil Loki hat ja auch die. Hat Feuerkraft. Und ist ein Allrounder. Wortwörtlich. Das ist nämlich auch das Einzige, was ich mit Allrounder meine. Der greift halt rundum an. Das heißt, wenn wir uns auf einen fokussieren, greift er den erstens mit an und zweitens noch alle, die drumherum stehen. Das ist klein, aber oho. Bu-bu-du-bu-bu. Hier haben wir einen Le Compage. Dann haben wir hier noch 9 Volt. Ich werde es einsetzen, sehen, dass da nichts ist. Okay, passt auf. Der Eddie hat ein Plänchen. Aber erstmal, das hier ist voll doof, weil das so lang dauert. Ah! Hör auf, mich zu verfolgen. Bahuha! Okay. Ich habe einen Plan. Und der klingt, boah, vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht, auf was für Trips ihr seid. Für mich klingt er ganz gut. Ich hole mir das. Dann. Ich könnte eigentlich mal schauen, was das ist. Ja, der Moon ist jetzt. Ja, ich komm drauf zurück. Ich komme drauf zurück. Oh je.
Oh je. Dann haben wir hier Ewarts, Perthrow, Algitz, Jera. Was war ein... Ah, ist okay. Algitz. Ich benutze erst Jera. Okay. Dann kommt jetzt dran, nicht Algitz, sondern Ewaz. Beides nicht richtig. Dann hole ich jetzt. Jetzt hole ich. Was hole ich mit? Wohl eher Perthrow altogether, ne? Ich hole Perthrow mit. Mom. Dann brauche ich auch gar nicht mehr den Moon holen, um ehrlich zu sein. Bei den Uch, das war knapp. Den Boss Rush kriegen wir wohl eh nicht hin. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen lauschen, wann Mom schreit. Ach komm schon, Freund! Bullshit. Was brauchen wir eigentlich? Wir wollen nach unten. Interessant. Krampus. Okay. Wow. Das ist auch in Ordnung. Okay. Gut. Dann behalten wir auch Perthrow, denke ich. Ich sag's mal so, gut ist anders. Gut ist anders. Da geht mehr. Viel, viel mehr. Jetzt müssen wir uns damit eben zufrieden geben. Wir sind nun im Womb, haben den Kompass. Wissen im Prinzip, wo wir lang müssen. Haben genug Schlüssel, um ein bisschen zu spielen. Haben jetzt plötzlich Guppy's Head, was ja auch gut ist. Und zwar wirklich richtig gut. Dann haben wir hier Algitz und eine Bombe. Dann gehen wir hier lang. Und dann sehen wir, dann bin ich erstmal ein bisschen erschrocken. Uah, mache ich den hier. Perfekt. Dann haben wir da irgendwelche Scheren, die nicht ganz so cool sind, die mir aber eigentlich auch egal sind. So, ups, dann machen wir das und dann machen wir weg den Shit, ne? Huch, Freund, erschreck mich nicht. Erschrecke mich nicht. Halt die Backen bitte. Danke. Schawupp. Transcendence. Wir brauchen jetzt die Leiter nicht mehr. Transcendence. Wieso habe ich jetzt so leichtfertig Guppy's Head mitgenommen? Ich sehe einfach momentan nach dem, was jetzt am Anfang, was am Anfang passiert ist, war cool. Was jetzt in letzter Zeit passiert ist, das zeigt mir einfach eine unzufriedene Zukunft mit dem Item. Wie heißt das? Undefined. Ich bin einfach nicht mehr zufrieden genug gewesen, um dran festzuhalten. Das, was am Anfang eben die Zufriedenheit geschafft hat, war plötzlich einfach weg. Das ist tatsächlich die Begründung, die ich habe. Für den Paradigmenwechsel, Freunde, ne? Ist nichts dran auszusetzen. Bloodclot, jeder zweite Zwinker ist ein Killer.
wir gehen weiter. Jetzt ist es offiziell, es ist weg, das Item. Okay, dann geht's hier unten lang. Ah! Nein, aber es ist ein mörderisches Unterfangen, das hier. Ich hole mir meine Bümpchen. Es ist gut, finde ich, dass wir Transcendence haben und den Kompass. Das macht Sinn in einem gewissen Sinne. Ich bin zufrieden im Moment. Auch mit unserer Stärke bin ich sehr zufrieden. Das darf sehr gerne so weitergehen. Nein, nicht mit dir. So. Gabi werden wir wohl nicht bekommen. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Vielleicht. Ach, komm schon. Das war unnötiger Schaden. Ach, ist hier vielleicht Balls of Steel? Oder die Powerpille, die würde ich auch nehmen. I can see forever. Lemon Party. Luck Up. iPhone Pills. I can see forever. Perthrow. Das war richtig unnötiger Schaden. Okay. Gut. Dann kommt No It Lives. Und wo werden die Augen gespawnt? Am Ende der verdammten Welt. Ah, was? Was hat er denn? Hä? Ich muss mir unbedingt die Aufnahme anschauen. Weil ich gerade verwirrt bin, was uns gekillt hat. Ich weiß nicht, meine Maus sieht man glaube ich nicht. Das, also... Okay, passt auf. Dear Diary, today I died. I was killed by this... thing. Das war aber doch gerade gar nicht... im Raum. Oder sehe ich das falsch? Dann müsste da ja Mom's Heart sein oder Mom oder ne? Und ich glaube auch nicht, dass wir von einer Träne getroffen wurden. Wenn, ich gehe davon aus, dass es eine Träne war, aber also oder das, was Mom eben schießt, aber das ist mir neu. Das ist alles. Ich habe gedacht, ich werde allem ausgewichen und dann plötzlich war man tot. Naja, ich muss es wohl dabei belassen erstmal. Mein Name ist Edwin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Bis dahin. Ciao.